Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwischen den seltsamen Symbolen haben wir Hastur entdeckt. Und fragt mich nicht, woher das kommt. Ich habe keine okkulten Symbole oder irgendwas erforscht. Wahrscheinlich hat das der Entwickler nachträglich implementiert. Okay. Ich müsste mir wirklich mal das Cthulhu-Buch zur Hand nehmen. So, ich habe das Gefängnis geplant und das war verdammt viel Aufwand. Der ganze alte Kram soll abgerissen werden. Dafür richten wir dann ordentliche Kantine, Waffenkammern und alles hier ein. Ich meine, wir haben auch hier, aber egal, eine zweite Kantine kann nicht schaden. Das wird alles so aufgebaut, dass bei einem Fluchtversuch die Flüchtenden automatisch durch diesen Hindernisparcours müssen, aus Stacheldraht und Geschützen. Ich denke, da sollte kaum noch einer rauskommen, selbst wenn alle 24 Zellen gleichzeitig einen Ausbruch erleben. Und wenn doch, dann stürmen die halt in eine vollbesetzte Kantine, wo die Leute ihre Waffen um die Schulter geschlungen tragen, während sie das Essen holen. Ich glaube, damit sollten wir die Fluchtversuche eindämmen können. Alle anderen Bauprojekte sind abgeschlossen. Wie gesagt, das habe ich ein ganz kleines Stück weiterlaufen lassen, offscreen. Es ist in der Zeit nichts passiert. Überhaupt nichts. Weil ansonsten hätte ich sofort gestoppt und hätte das aufgezeichnet. So bin ich halt. Aber jetzt erstmal im Moment sind wir reichlich beschäftigt. Ich habe auch eingestellt, dass hier erstmal überhaupt kein Dach drüber kommt. Das machen wir alles nachher erst, weil hier wird so viel abgerissen und umgebaut. Sollten wir unsere Leute jetzt nicht quälen. Mal schauen, darauf habe ich natürlich nicht geachtet. Und wow, die sind ein ganzes Stück weitergekommen. Was natürlich äußerst schön ist. Was nicht so schön ist, ist das. Ach ja, stimmt. Wir haben ja Titanium umgelagert. Okay, wir haben doch noch einiges, was wir hier für den Bau verwenden können, weil das alles sind Titaniumwände. Nicht, weil die Gefangenen so effizient durch die Wände genagt haben, sondern einfach, weil das ist jetzt unser Stil. Punkt. Außerdem ist es ein gutes Material. Ein paar Sachen konnte ich wegen bestehender Wände noch nicht einplanen, zum Beispiel die Wandlichter am Ende jeder Zelle. Kriegen wir aber hin. Was die Hosen für die Gefangenen angeht. Tja, leider gibt es nicht viele Alternativen zu Hosen. Obwohl. Die könnte man zum Beispiel nehmen. Dann nehmen wir die aus dem Zerlegen-Programm raus. Nehmen dafür dann einfach einen Stoff oder auch Leder oder was weiß ich. Ginge. Das ginge. Was leider nicht geht, ist dafür ein Regal oder sowas zu nehmen, weil Regale leider, ja, immer zwei Slots haben und ich könnte nicht garantieren, dass die mit einer gleichmäßigen Verteilung dann arbeiten. Was aber geht, ist der neue Mod, der. Naja, die im Mod inkludierten Sachen, zum Beispiel die Energiehelme, rausnimmt. Unsere Maskenträger tragen weiter Masken, aber wenigstens unsere Soldaten können wir jetzt unter ihren Helmen erkennen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat, das Ding hier zu designen. Jedes Mal, egal wie ich es angefangen habe, es hat nicht gepasst.
immer war irgendwas, das stand im Weg, das passte so nicht, das machte dann keinen Sinn. Jetzt endlich passt es. Das heißt, jetzt können wir auch friedlich bauen. Oh, schön, wir können damit bald anfangen. Das sind 36.000 Stahl, die wir da reinpumpen. Naja, bedenkt man, was ein normaler Raketenwerfer in dem von dem Typ wert ist. Ist das ein Schnäppchen? Schön, das Programm hat das auch automatisch auf Anybody gestellt, nachdem Wen ja bei einem bedauerlichen Sprengstoffunfall leider sein Leben ausgehaucht hat. Wir können uns heute noch nicht erklären, wie das so passieren konnte. Also theoretisch könnten wir aus den ganzen Lederfetzen Blended Leather herstellen, aber wozu? Wir haben so viel Muffalo-Leder, so viel Migo-Leder, so viel Schwarzziegenleder. Ich weiß nicht, deinstallieren ist vielleicht gar nicht so die beste Idee. Stellen wir die Dinger einfach hier drüben hin. Wo kann ich die hinlagern, dass die nicht im Weg liegen? Also ich lege sie in den Weg, damit sie nicht im Weg liegen. Die können wir deinstallieren. Die auch, die habe ich wahrscheinlich übersehen. Krankenstationen kommen dann auch hier mit rein, damit Leute, die dann aus der Krankenstation fliehen, es nicht einfacher haben. Die müssen alle hier durch. Und das möchte ich mal sehen, wie jemand, der sowieso schon auf allen Vieren kriecht, dann auch noch eine Abkürzung über den Stacheldraht nehmen will. Unter Geschützfeuer. Thank you.
Okay, hier ist auch kein Dach mehr drüber. Darauf habe ich dieses Mal sehr ordentlich geachtet. Na, okay, es fehlt immer noch ein wenig, aber... Wir sind bald da. Ja, klar. Ja, das ist der Nachteil, wenn man nichts sieht, dann reißt man auch mal versehentlich so ein Stromkabel ab. Gut, dass unsere Leute was sehen können. Ich könnte hier nämlich nicht mehr viel sehen. Habe ich wahrscheinlich daneben geklickt oder sowas. Es ist per se ja nicht schlecht. Es ist einfach nur fehlgeleitet. Das wird natürlich auch wieder einige Zeit dauern, bis das gebaut ist. Da müssen Böden da rein, dann muss das alles wieder eingerichtet werden. Aber ich denke, es wird die Mühe wert sein. Nur leider leidet die Framerate gerade wieder mal massiv. Weil wir eindeutig auch zu viele Leute wieder haben und zu viele Roboter. Das geht immer total auf die Framerate. Okay, der Stacheldraht ist schon mal gebaut. Das ist immerhin ein guter Anfang. Sehr geschickt, genau über den Stacheldraht zu klettern, um abzukürzen. Ah, wir kriegen Besucher. Ich gieße mir gerade was zu trinken. Nein, deswegen springe ich diesmal nicht so zügig. Die Grauen Wurm Sierra.
Okay. Ja, die wissen ja selber, wo der Shoppingbereich ist. Ja, erforschen wir noch transzendente Powerzellen und... Wisst ihr was? Wozu? Wir benutzen so oder so keine Batterien. Was macht es also für einen Unterschied? Also wie gesagt, hier kommen Krankenstationen hin mit Betten, mit Vitalitätsmonitor, eventuell hier auch noch. Ah, okay, ja. Wenn das die Sinnesempfindungen verstärkt, dann ist natürlich doppelt unschön. Entspann dich. Also hier kommen auch nochmal Schießscharten hin für den Fall, dass Aufständische sich hier aufhalten und sich weigern, in den Bereich der anderen Geschütze zu laufen. Und werden wir die einfach so behalten? Keiner wirklichen Meldung wert, würde ich sagen. Dafür haben wir das Zeug doch hier. Wir haben tatsächlich keinen Platz für die Überlebensration. Dann richten wir den doch mal ein. Oh, wir haben tatsächlich 5 Adamantium-Katanas hergestellt. Exzellent, exzellent. Nichts Meisterhaftes, Ross? Schäm dich. Doch, das wird eine ziemliche Zeit dauern. Und diesen Eingangsbereich hier ignoriere ich erstmal. Das machen wir, wenn das hier alles gebaut ist. Weil wenn jetzt ein Angriff kommt, hätten wir praktisch keinen Platz, um irgendwo Gefangene unterzubringen. Okay, der ist schon am Laufen. Das wird auch noch mal ewig dauern. Und der wird noch aufgeladen.
Nee. Die Gelegenheit hatten wir schon mal. Ja, das sind unsere. Oh, immerhin eine. Na, das ist wieder unsere. Immerhin eine. Ja. Der Haken an der Sache ist, dass jetzt zwischendrin natürlich auch wieder nicht viel passiert. Ich könnte Bauteile nachproduzieren lassen. Aber wofür? Das ist halt der Haken an der Sache. Wofür? Das Ganze ist immer noch nicht fertig. Wow. Haben uns Kräutermedizin dagelassen. Ja, wunderbar. Wir hatten ja so wenig davon. Kochen, Neurotrainer. Nee. Genau, das war das mit der lausigen Reichweite. 27 ginge ja sogar noch, aber...
so viele von den Dingern. Schüsse pro Salve 4, Schaden 25. M1908 Maschinengewehr. Nö. Maschinengewehre haben wir genug. Hier könnten wir sogar noch mehr kaufen. Alle Wegwerf-Raketenwerfer. Na, hier könnte mal einer das Blut wegwischen, aber will ja nicht kleinlich sein. Hier liegt dann... Ah ja, liegt die hier drüben. Ich meine, der Stacheldraht hält die Leute per se ja nicht auf, aber er soll sie langsamer machen, sodass die Geschütze Gelegenheit haben, aus nächster Nähe einen Schuss abzugeben und die Leute so auszuschalten. Wollte schon sagen, haben alle Urlaub? Der Dreh ist, die Leute wären auch nicht schneller, wenn die im Zickzack hier durchlaufen würden, aber genau das ist ja der Dreh an der Sache. Ich habe das Ding ja nicht gebaut, um den Durchgang hier zu beschleunigen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Also wir werden uns noch mindestens eine Episode mit dem Bau beschäftigen müssen. Aber wir haben ja wenigstens genügend Arbeitskräfte. An der Tür ist es nicht ganz so hell, aber dunkel geht auch anders.
Aber ansonsten würde ich sagen, habe ich das mit dem Licht eigentlich doch ganz gut eingeschätzt. Außerdem zählt es ja noch als hell mit 47 oder 41%. Ach, es nebelt mal wieder. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Aber dann ist natürlich klar. Ja, wir können ja mal gucken, wenn wir mit allem soweit fertig sind, ob wir dann die Roboter nicht komplett abbauen. Weil dann wäre ja im Endeffekt genügend Personal da, das sich dann schon zu Tode langweilt. Ach, hattet ihr zwischendrin keine Lust mehr? Ich hatte eigentlich ursprünglich sogar vor, die Zellen wieder etwas kleiner zu machen, aber schlussendlich hat es in dem Format am besten gepasst und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so. Es ist auf jeden Fall genügend Platz, um hier alles reinzusetzen, was wir denn reinsetzen wollen. Und ich sehe, die Episode ist schon wieder vorbei. Immerhin für eine Episode sind wir ordentlich vorangekommen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.